Willkommen zurück auf Bruin Reserve. Und ja Leute, ihr dürft dieses Video nur vor dem 15. Juli schauen. Und falls ihr es gerade schaut, dann Glückwunsch, ihr habt die Challenge gemeistert. Lasst uns jetzt mal einen Blick auf richtig coole Gedankentricks werfen. Let's go! Like und abonniere jetzt sofort oder diese Spinne wird heute Nacht unter deinem Bett sein. Und als erstes müsst ihr den falschen Dino finden. Schaut mal ganz genau hin. Und der falsche Dino befindet sich dort oben. Und wie ihr sehen könnt, hat er weniger Streifen auf dem Rücken. Und wer von euch hat den falschen Dino finden können? Ich bin gespannt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und in diesem grünen Kreis hier ist etwas versteckt, was nur Kinder sehen können. Erwachsene können es nicht sehen, da ihre Augen nicht stark genug sind, beziehungsweise sich das Ganze mit dem Alter ein wenig ändert. Schaut es euch jetzt mal ganz genau an und gleich gebe ich euch wie gewohnt die Antwort. Und ja Leute, in dem grünen Kreis befindet sich einfach ein Raumschiff. Konntet ihr dieses Raumschiff sehen? Falls ja, dann lasst es mich ebenfalls unbedingt wissen und ich bin gespannt, ob ebenfalls die Erwachsenen es finden konnten. In diesem Muster hier ist ein Wort versteckt und nur Kinder können es lesen. Erwachsene sehen hier einfach nur ein paar Linien und Striche und werden niemals herausfinden können, was dort geschrieben steht. Schreibt das Wort mal in die Kommentare und gleich gibt es die Antwort. Lasst euch nicht spoilern. Und ja Leute, in diesem Muster ist einfach das Wort Coffee versteckt. Konntet ihr das Wort finden? Also wie gesagt, es war diesmal ein wenig schwerer gewesen. Auch wenn Kaffee für Ältere ist, ich denke mal, die Älteren haben es nicht geschafft. Kannst du den Unterschied zwischen diesen beiden Bildern aus Toy Story erkennen? Also falls ihr den Unterschied erkennen könnt, dann habt ihr richtig gute Augen. Und ja Leute, auf dem rechten Bild fehlt der rote Knopf von Buzz Lightyear und ich denke mal, dass ihr diesmal ein wenig mehr Zeit benötigt habt und ich bin gespannt, wer es geschafft hat. Kannst du erraten, was das hier ist? Schau mal ganz genau hin. Und ja Leute, hierbei handelt es sich tatsächlich um einen Kuchen. Was habt ihr dort gesehen? Dachtet ihr, es wäre eine Yacht im Wasser? Naja, schaut es euch doch ein zweites Mal an. Auf diesem Foto ist ein Reh zu sehen, aber tatsächlich ist dort auch noch ein zweites Reh versteckt. Könnt ihr das zweite versteckte Reh finden? Ich gebe euch gleich wie gewohnt die Antwort. Lasst euch aber bitte nicht spoilern. Und das zweite Reh ist einfach im Baum versteckt. Als nächstes habe ich einen Sehtest für euch. Und zwar sind in diesem Bild hier drei Zahlen versteckt. Und nur Kinder mit sehr guten Augen können diese sehen. Falls du die Zahlen sehen kannst, dann schreib sie in die Kommentare. Und lasst euch nicht spoilern, denn jetzt gibt es die Lösung. Und zwar lauten die Zahlen 5, 7, 1. Konntet ihr die Zahlen sehen? Und jetzt, als nächstes, habe ich eine kleine Challenge für euch. Und die Challenge besteht darin, das Video zum richtigen Zeitpunkt zu pausieren, sodass die Autos in den Umrissen landen. Versucht es mal, aber eine kleine Aufgabe gibt es dennoch. Schreibt in die Kommentare, wie oft ihr das Ganze versucht habt und wann es endlich geklappt hat. Als nächstes möchte ich, dass ihr jetzt mal für 15 Sekunden auf die Nase von SpongeBob starrt und dabei dürft ihr auf gar keinen Fall blinzeln. Let's go! Schaut jetzt mal gegen die Wand in eurem Zimmer und blinzelt. Und falls der Trick funktioniert hat, solltet ihr SpongeBobs Schwankkopf jetzt neu am Zimmer sehen. Wie cool ist das bitteschön, endlich SpongeBob im Zimmer zu haben? Könnt ihr den Unterschied zwischen diesen beiden Bildern von SpongeBob und Patrick erkennen? Schaut euch das ganz genau mal an. Und hier ist die Auflösung. Ihr seht, auf der rechten Seite fehlt die Hand von Patrick. Und ebenfalls ist auf der rechten Hand von Patrick ein Muttermal, was fehlt. In welche Richtung schaut dieser Mann hier? Schaut er geradeaus oder nach rechts? Hier ist es von Person zu Person unterschiedlich.
Es sieht hier so aus, als würde sich dieses Muster bewegen, aber in Wirklichkeit bewegt sich hier rein gar nichts. Legt einfach mal euren Finger drauf und ihr werdet es selber relativ schnell merken. Als nächstes haben wir diesen seltsamen Text hier. Und nur ein paar ganz schlaue Menschen können diesen Text hier lesen. Falls du es lesen kannst, dann schreib den Text mal richtig geschrieben in die Kommentare. Jetzt gibt es die Lösung. Nur ein paar Menschen können diesen Text lesen, weil es nicht einfach ist. Unglaublich. Und seid ihr auf die Lösung gekommen? Welcher rote Kreis ist größer? Der linke oder der rechte? Schreibt eure Antwort mal in die Kommentare. Und ja, Leute, die Antwort lautet, dass beide Kreise gleich groß sind. Als nächstes haben wir dieses Bild hier, wo wir richtig viele Mäuse und Käse sehen können. Und auf diesem Bild hier ist allerdings auch ein Würfel versteckt. Und versucht jetzt mal bitte, den Würfel zu finden. Let's go! Und ja, Leute, der Würfel befindet sich oben rechts. Konntet ihr ihn finden? Ich denke mal, es war diesmal ein wenig schwerer für euch, aber ihr habt es bestimmt geschafft, oder? In diesem roten Kreis befindet sich ein Bild versteckt und nur Mädchen können dieses Bild sehen. Schaut es euch mal ganz genau an und gleich gebe ich euch wie gewohnt die Antwort. Und ja, Leute, im roten Kreis befindet sich einfach ein Elefant. Konntet ihr ihn sehen? Es liegt einfach daran, dass Frauen bzw. Mädels Rottöne besser unterscheiden können als wir Männer. Für uns ist es gefühlt ein Rot, für Frauen gefühlt 10 verschiedene Varianten. Ihr denkt euch wahrscheinlich jetzt, dass dies hier nur ein ganz normales Bild eines Hundes ist. Aber tatsächlich sind auf diesem Bild hier 2 Hunde zu sehen. Der zweite befindet sich direkt unter dem großen Hund. Habt ihr 1 oder 2 Hunden sehen können? Lasst es mich bitte wissen. Und in diesem Muster hier ist ein Tier versteckt. Und um das Tier sehen zu können, müsst ihr einfach ein wenig von eurem Bildschirm euch wegbewegen. Und falls du es gefunden hast, lass mich unbedingt wissen, welches Tier du in diesem Muster sehen konntest. Und zu guter Letzt habe ich ein paar Challenges für euch. Ich bin gespannt, ob ihr alle schafft. Es sind circa 4 Stück. Also schreibt in die Kommentare, wie viele ihr bestanden habt. Und als erstes müsst ihr die Zahlen 9 innerhalb von 5 Sekunden finden. Let's go! Zeit ist vorbei. Habt ihr es geschafft? Schreibt es in die Kommentare. Und als nächstes müsst ihr das falsche Emoji finden und habt ebenfalls 5 Sekunden Zeit. 5, 4, 3, 2, 1 und habt ihr die Lösung gefunden? Das linke Emoji ist das falsche. Könnt ihr mir sagen, welches Wort diese beiden Emojis ergeben? Diesmal gibt es ein wenig mehr Zeit. Schreibt es unbedingt in die Kommentare. Und zu guter Letzt müsst ihr meinen Kanal mit eurer Nase abonnieren. Seid ehrlich, schafft ihr das mit eurer Nase? Versucht es gerne und ihr könnt natürlich ein wenig schummeln und euren Finger benutzen. Aber versucht es erst mit der Nase. Also, ihr habt's gesehen, es war wieder mal echt actionreich gewesen und auf jeden Fall mega spannend. Ebenfalls ist es noch spannender, wenn ihr meine anderen Videos euch noch anschaut, denn dort gibt es Dinge, die ihr bestimmt noch nie gesehen habt. Und daher schaut gerne vorbei, abonniert gerne kostenfrei, bewertet dieses Video und dann würde ich sagen, alles für den Slip und wir sehen uns beim nächsten Clip. Ciao Leute!